Herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal aus Denia. So, ich verlinke euch das unten mal in der Videobeschreibung, wo das denn überhaupt ist. Und dann könnt ihr es mal nachschauen. Das Auto habe ich jetzt hier einfach mal da drüben, Sandanhänger, in so einer Seitenstraße drin geparkt, weil es nämlich extrem schwierig hier überhaupt irgendeinen Parkplatz zu finden, wo man mit der Länge überhaupt irgendwo hinstehen kann. Und wir gehen jetzt einfach mal eine Uferpromenade entlang und gucken uns hier mal den Strand und die tollen Schiffchen an. Ich hoffe mal. Der alte Teil von Denia ist ein super schönes kleines Städtchen. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal unten drunter, wo ihr da hingehen könnt. Und weil heute wieder ein Straßentag ist, also ein Road Day, begeben wir uns mal zurück zum Auto und machen uns weiter zum nächsten Spot. Unser nächster Stop ist das Kap Nau. Nichts Besonderes eigentlich, aber die Sicht von hier oben ist sowas von grandios. Auch wenn das Auto echt zu schnaufen hat, um hier hochzukommen. Erster Gang, Vollgas. So, die Jackie schon am Erkunden und das machen wir jetzt auch. Kommt mal mit. Jetzt dachte ich, wir fahren eigentlich schon weiter, aber nein, jetzt habe ich gerade eben noch eine Russin mit ihrem ukrainischen Freund, der hier wohnt, getroffen, die zwei, die da hinten gerade das Auto einsteigen, und ich habe sie gefragt, ob die einfach mal kurz ein Bild von mir machen könnten mit dem Anhänger, und ja, sie haben es gemacht. Ich kriege die Bilder irgendwann mal noch zugeschickt, ich zeige es euch dann mal noch, aber momentan einfach toll. Wir hatten ein richtig klasse Fotoshooting mit Anhänger, mit Jackie, mit mir. Oh, ich bin gerade so glücklich wieder, das ist so toll. Nichtsdestotrotz, der nächste Zwischenstopp fällt jetzt einfach aus, weil dafür haben wir einfach keine Zeit mehr. Ja, leider. Und wir fahren direkt durch zum nächsten Campingplatz.
Ja, wir sind immer noch auf der Straße. Macht aber nichts. Ja, irgendwie am Tag fahren ist doch ein bisschen interessanter, weil man dann so links, rechts immer mal wieder was sehen kann. Und vielleicht auch irgendwelche Punkte findet, wo man dann sagt, oh ja, da fahren wir jetzt mal kurz runter von der Straße und da gehen wir mal hin. Aber so bei Nacht findet man die halt nicht so, weil man sieht nichts, ne? Ja, wir haben jetzt noch 70 Kilometer, knappe Stunde noch bis zum nächsten Campingplatz. Irgendwie habe ich so ein bisschen im Gefühl, dass wir diesen Campingplatz zwar erreichen, aber dass der schon zu hat, wenn wir ankommen. Und jetzt wird mal weitergefahren, ne? Also, nach vorne gucken, auf die Straße schauen, Leute. Morgen. Also, für mich morgen. Weil gestern Abend nochmal filmen, keine Chance. Hätte nicht funktioniert. Weil da viel zu dunkel. Wir kamen hier auf einem Campingplatz an. Richtig genial. Erstmal die Rezeption gesucht. Ja, die Rezeption dann gefunden und dann stand da ein Schild. Also haben wir uns einfach mal einen Stellplatz gesucht, einen gefunden, einfach einen ausgesucht, weil hier ist eigentlich alles leer. Und den haben wir jetzt einfach genommen, dann habe ich einfach da in der Nacht noch kurz das Zelt aufgebaut, noch kurz was zum Essen gemacht für uns beide. Ja, und heute Morgen dann aufgewacht und auf den Thermometer geschaut und gedacht, Moment, bin ich noch in Spanien oder bin ich schon wieder in Deutschland? Es war 1 Grad. Und deswegen, hinter mir, ihr seht es ja auch schon, das Zelt obendrauf hat eine Eisschicht. Das Lustige ist, meine Küche hat hier auch eine Eisschicht. Also eine Raureifschicht, ne? Und auch das Auto. Wie im Winter. Das ist zum ersten Mal der Moment, dass ich merke, ja, wir haben Winter. Wie Winter hat es sich bisher noch nicht angefühlt. Heute ist der erste Tag, dass es so ist. Und deswegen machen wir uns hier einfach mal Stopp und Schluss. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Wintertag. In Deutschland zumindest habe ich gehört, dass es welche gibt. Mit Schnee und allem drum und dran. Ich hoffe mal, ihr friert euch nicht ganz so sehr ab. Und dann wünsche ich euch mal viel Spaß bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben geben. Da oben in der Ecke den Kanal abonnieren. Auf der anderen Seite kommt ihr zum letzten Video zurück. Hat mich gefreut, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.